das Sandmerkelchen. Tief und fest schlafen wir ein, sobald es spricht. Sie kennen mich. Ich bin jetzt fast 12 Jahre Bundeskanzlerin. Ich wurde das im November 2005. Wer war da schon geboren? Wir Deutschen haben das Sandmerkelchen auserkoren. Statt inhaltlicher Diskussionen beschützt es uns vor Neuem, Unbekanntem oder gar Visionen. Reformen hat es nicht parat und fragt lieber: Wer mag kein Spinat? Dabei ist nach unzähligen Sandmerkelchen-Tagen noch einiges im Argen. In Deutschland leben immer mehr Kinder in Armut. In Sachen Pflege haben uns die europäischen Nachbarn längst abgehängt. Deutschland ist Schlusslicht. Das deutsche Schulsystem steht offenbar vor erheblichen Engpässen. Auch das Internet ist so langsam wie vor fast 20 Jahren. In den vergangenen 10 Jahren hat bei den Rentnern die Armut stark zugenommen. Ist egal, was da geschieht. Uns geht's doch gut. So macht das Sandmerkelchen uns Mut und wir haben's lieb. Ich wäre vielleicht gerne eine Astronautin, die einmal um die Erde fliegt und mir das alles mal von oben angucken würde. Soziale Probleme sind für Sandmerkelchen nämlich keine Bürde. Und das bleibt noch so, ne Weili. Smiley. Essen, trinken, schlafen, Zähne putzen. Und jetzt husch husch ins Bettchen schlupfen, weiter nichts Neues wagend. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Ideen und Fortschritt braucht es nicht, denn... Sie kennen mich. Sie kennen mich. Sie kennen mich. Sie kennen mich. Sie kennen mich.